Kennt ihr Sieben Faust Wild? Das ist eine von Fritz Meinecke ins Leben gerufene Herausforderung, worin insgesamt 7 bereits ausgewählte Teilnehmer versuchen, mit nur 7 Gegenständen insgesamt 7 Tage lang in der Wildnis von Schweden klarzukommen. Und das klingt interessant. Und mir ist aufgefallen, dass immer mehr Leute ein Video gemacht haben, wo die ihre 7 Gegenstände präsentieren, was die mitnehmen würden, wenn sie an dieser Herausforderung teilnehmen würden. Und ich dachte mir, ich mache auch so ein Video, worin ich vorstelle, was für 7 Gegenstände ich mitnehmen würde, wenn ich daran teilnehmen würde. Ich werde folgende 7 Dinge mitnehmen. 5 Kasten Bier, dann diese Wasserflasche, damit sich das so ein bisschen ausgleicht, und weil ich diesen Deckel hier benutze, um das Bier zu öffnen. Und ein Bierpower-Metallknubbel als 7. Gegenstand. Extra, damit ich die ganzen 7 Tage jeden Tag darauf Bierpower machen kann. Bierpower! Nein, Quatsch. Ich würde folgende 7 Dinge mitnehmen. Und zwar Mülltüten. So eine ganze Rolle Mülltüten. Weil guck mal, mit diesen Müll... Also naja gut, nicht diese Mülltüten, die ich jetzt in dieser Hand habe, sondern so eine 240 Liter Schwerlastmülltüten, die schön reißfest sind. Weil aus diesen Mülltüten, da könnte ich mir ein Tarp zusammenbauen, zusammenbasteln. Ich könnte mir eine Unterlegplane zusammenbasteln. Ich könnte auch eine Mülltüte benutzen, um das als Behälter zu benutzen. Mein zweiter Gegenstand ist Paracord. Also gut, hier ist noch etwas was dran, aber diesen hier würde ich nicht benutzen, sondern ich würde mir extra ein neues Paracord holen, so ein ganz spezielles, so ein Nylon-Schnur oder wie das heißt. Ich glaube 30 Meter war die maximale Vorgabe, das würde ich mir dann extra dafür besorgen. Würde ich auf jeden Fall gebrauchen, um mein Müllhaus zu bauen daraus, dass ich das da als Schnur an den Bäumen anbinden kann, damit ich dann diese Müllsäcke dann drüber machen kann. Und dieses Paracord, was ich in meinem Gehirn drin habe, das sollte sehr gut entzündlich sein. Und ich dachte mir, falls das Holz trocken sein sollte, nass sein sollte, dass ich dann einfach so ein Stück von dieser Schnur nehme, und damit ich da einfach mein Feuer viel besser anzünden kann. Als dritten Gegenstand nehme ich hier so einen Kochtopf mit. Also das hier, das ist jetzt ein Kochtopf von meinem Campingkocher. Und der ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich an dieser Herausforderung teilnehmen würde, dann würde ich mir vorher auf jeden Fall einen größeren Kochtopf beschaffen. Als vierten Gegenstand nehme ich hier mein Sturmfeuerzeug mit. Weil guck mal, ich mag Sturmfeuerzeuge. Die sind so einfach. Das ist so einfach, dann Feuer anzumachen. Und die halten auch relativ lange. Also ich werde da auf jeden Fall viel länger wie eine Woche damit auskommen. Also was jetzt die Haltbarkeit betrifft, da mache ich mir keinen Kopf drum. Aber für den Fall, falls dieser kaputt gehen sollte, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann werde ich die ganze Zeit Bäume und Pflanzen fressen. Oder mir irgendwie was suchen, womit ich trotzdem irgendwie doch noch ein Feuer anbekomme. Genau. Als fünften Gegenstand nehme ich mein einziges großes Messer mit, was ich zu Hause habe. Und diesen hier, den benutze ich zum Beispiel zum Holzhacken oder wenn ich irgendwas schnitzen muss. Oder wenn ich zum Beispiel einen Fisch gefangen habe und diesen dann auseinandernehmen tue. Genau, und sonstige Sachen. Genau, dafür brauche ich dieses Messer. Als sechsten Gegenstand werde ich meinen Schlafsack mitnehmen. Diesen Schlafsack, den benutze ich zum Schlafen. Und damit ich beim Schlafen hoffentlich nicht frieren tue. Und als siebter bzw. als letzter Gegenstand werde ich mir hier eine Flasche Wasser mitnehmen. Also nicht diese Flasche Wasser, die ich jetzt hier in der Hand halte, sondern das in 5 Liter Format. Genau, so eine Wasserflasche, weil möchte ich mitnehmen, weil dieser 5-Liter-Format, der hat hier so eine fettige Öffnung, da bekomme ich besser Wasser rein. Wenn ich zum Beispiel Wasser abkoche und das da reinfülle. Genau, zum Wasser trinken, weil Wasser ist dann natürlich das Wichtigste von allen. Und deswegen
Deswegen diese 5-Liter-Flasche. So, das waren meine 7 Gegenstände gewesen. Prüfen, ob noch jemand auf die Idee kommt, Mülltüten zu bevorzugen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde euch jetzt erstmal die Klamotten zeigen, was ich mitnehmen würde zum Anziehen. Und zwar meine bequemste Boxershorts. Dann diese Socken hier, weil die sind bequem, die werden schnell trocken, falls meine Füße nass werden sollten. Als Schuhe nehme ich meine bequemen Laufschuhe mit. Weil erstens, die sind bequem, die sind leicht, die sind luftdurchlässig. Und für den Fall, falls aus irgendeinem Grund meine Schuhe nass werden sollten, dann trocknen die extrem schnell. Also ich brauche nur so einen Spaziergang machen und schon sind meine Füße halbwegs trocken. Und von daher bevorzuge ich die hier. Als Hose nehme ich die Hose, die ich gerade anhab. Diese kurze, camouflagefarbene Dreiviertelhose. Weil, guck mal, ich mag keine langen Hosen. Weil ich laufe ja schon seit, ich glaube, nächster Winter sollte 10 Jahres Jubiläum sein, wo ich das ganze Jahr über in kurzer Hose rumlaufe. Und egal wie kalt es wird, auch bei minus 20 Grad, hätte ich kein Problem damit, draußen so rumzulaufen. Und deswegen diese kurze Hose. Als T-Shirt würde ich diesen Tanktop, den ich jetzt gerade anhabe, mitnehmen. Und zwar dieser Bierpower-Tanktop. Extra damit ich mein Bierpower-Merch von Marke Natururin übers gesamte Videoprojekt hinweg die ganzen 7 Tage bewerben kann. Cool, oder? Bei Thema Pullover oder Jacke würde ich sagen, kommt sehr darauf an, wie die Temperaturen so in Schweden sind. Also, wenn das gewährleistet ist, dass es jeden Tag, sowohl tagsüber als auch nachtsüber, mindestens plus 5 Grad oder höher die Temperaturen sein sollten, dann würde ich auf jeden Fall diesen Kapuzenpulli mitnehmen. Aber falls das laut Wettervorhersage irgendwie doch kälter werden könnte, dann würde ich mir auf jeden Fall meine fette Winterjacke mitnehmen. Und als Regenjacke, ich habe keine Regenjacke, das heißt, entweder müsste ich mir dann eine Regenjacke vorher beschaffen, oder ich nehme hier meinen gelben Sack mit. Ich werde euch diesen gelben Sack hier einmal anziehen. So, ich habe jetzt meinen gelben Sack hier angezogen. Und das hier, das wird meine Regenjacke-Alternative sein, damit ich trocken bleibe. Bei Thema Kopfbedeckung würde ich sagen, kommt sehr darauf an, wie die Temperaturen überwiegend sind. Wenn die Temperaturen überwiegend sommerlich sind, dann werde ich einfach hier meine Cappy einfach mitnehmen. Aber falls die Temperaturen überwiegend kälter sein sollten, dann würde ich mir hier meine Wollmütze einfach mitnehmen. So, jetzt letzter Kleidungsstück, und zwar Thema Handschuhe. Momentan besitze ich keine anderen Handschuhe, außer diese Sportlerhandschuhe. Die benutze ich extra für Kraftsport. Und ich denke mal, für Outdoor sind die hier nicht so gut geeignet. Und von daher würde ich mir, wenn ich an dieser Herausforderung teilnehmen würde, dann würde ich mir auf jeden Fall Ausschau nach anderen Handschuhen machen. Also nach richtig Outdoor-tauglichen Handschuhen. Genau. So, das waren jetzt meine 7 Gegenstände plus Klamotten gewesen, die ich mitnehmen würde. Falls ich die Möglichkeit bekommen sollte, irgendwann in irgendeiner Runde mitzumachen, also ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Weil klar, es ist eine herausfordernde Herausforderung, wo ich denke mal, am meisten würde ich mich schwer mit Thema Essen tun. Aber ich würde sagen, andererseits wäre das für mich eine Erholung für meine Seele. Ich wünsche allen 7 Teilnehmern viel Glück bei der Herausforderung in Schweden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Ich habe mit ganz viel Mühen mein Zelt aufgebaut. Yeah! Darauf werde ich gleich erstmal so richtig ein Bier trinken.